Werk meldet sich heute von der Urlaubsinsel der Deutschen. Herzlich willkommen auf Mallorca. Wir sind unterwegs auf diese wunderschöne kleine Rennstrecke dort. Dort wartet ein besonderes Konzeptfahrzeug auf uns aus dem Hause Porsche, nämlich der Mission R. Am Circuit Mallorca steht der Mission R zur exklusiven Testfahrt für Tim bereit. Ein Elektro-Rennlabor mit Motorsportperspektive für alle. Denn elektrischer Motorsport ist bisher nur was für Profis. Seit 2014 zieht die Formel E vor allem auf Stadtkursen ihre Runden. Die spektakuläre Extreme E startete im April 2021 in den entlegensten Regionen der Erde. Der Mission R ist ein ganz neuer Ansatz und soll zeigen, wie elektrischer Kundensport in Zukunft aussehen kann. In dieses Showcar hat Porsche seine ganze Rennerfahrung und ein Designteam gepackt. Hallöchen. Servus. Grüß dich, hi. Das ist ja jetzt hier ein Einzelstück. So wie ich das jetzt verstanden habe, soll das ja einfach nur, sag ich mal, ein Showcase sein für das, was in Zukunft irgendwie möglich ist. Ne? Weil ich finde ja auch, wie willst du prognostizieren, wie steil oder wie schnell geht die Akkuentwicklung weiter? Gibt es irgendwann Feststoff-Akkus oder gibt es irgendwie lalala oder was weiß ich was? Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass zwischendurch mal sowas quasi auf die Räder gestellt wird. Die Idee dahinter ist, einfach auch mal einen Ausblick zu geben. Viele reden ja drüber, Motorsport muss ich neu erfinden oder neu entwickeln, neue Technologien. Aber hier kann man es aktiv vorführen. Jeder kann es mal erleben und kann für sich auch einen Eindruck gewinnen. Ein Showcar, das aber deutlich mehr als nur Show kann. Wir wollten ja hier aufzeigen, wie man in Zukunft aus einem Serienfahrzeug ein Cup-Fahrzeug aufbauen kann, das voll elektrisch funktioniert und dann auch entsprechende Cup-Rennen ermöglichen könnte. Porsche hat eine ganz lange Tradition, dass auch Showcars und Konzeptautos immer einen sehr hohen Grad an Authentizität haben. Sprich, das, was wir machen, auch als Showcar, einen extrem realen Hintergrund hat. Normalerweise so ein Showcar kann 3 km/h fahren, vielleicht 5. Das Auto kann deutlich mehr. Das hat ein richtiges Fahrwerk, hat richtige E-Maschinen, hat eine richtige Batterie. Rein elektrisch sind die Zuffenhausener auf der Straße mit dem Taycan unterwegs. Mit Hybridtechnik aus Benzin und Strom stellt 2013 der Supersportler 918 Spider einen Nordschleifenrekord auf. Auf der Langstrecke gewinnt der 919 Hybrid 3-mal in Le Mans. Die ganze Erfahrung, was den Hybridantrieb angeht, Auswahl der E-Maschinen, Allradsystem, Hinterachsantrieb oder nur Vorderachssystem, Auslegung der Batterie, Kühlung, das sind alles Erfahrungen, die wir aus dem 919 als Fundament genutzt haben, um uns zu überlegen, wie könnte so ein Fahrzeug der Zukunft aussehen. Und das haben wir versucht, hier mit den Designkollegen in Einklang zu bringen. Lass mal gucken, also was haben wir jetzt hier für eine Mixtur an Basisbauteilen? Basis ist vom 982 GT4, aber halt nur der Rohbau. Und da wurde natürlich ganz viel angepasst und ganz viel geändert, was natürlich auch die Karosserie anders aussieht. Also hier stärker tailliert zum Beispiel. Ja. Und der Radstand ist auch ein bisschen gewachsen. Überhänge sind anders. Also es wurde schon sehr viel Freestyle angebaut. Grundsätzlich hat die Elektromobilität viele Chancen für den Designer, weil die großen Hardware-Teile wie Motor, Getriebe, die sehr viel Platz brauchen, weniger Platz brauchen. Das ist mal die erste Aussage. Die zweite Aussage ist aber gleichzeitig auch, dass natürlich für diese Aggregate andere Voraussetzungen geschaffen werden müssen, was Kühlung anbelangt. Wo sind sie? Wo liegen sie? Center of Gravity. In dem Moment, wo diese Komponenten noch deutlich kleiner werden, für mich immer der Vergleich mit dem Thema Mobiltelefon. Die ersten Mobiltelefone waren Koffer, heute sind sie sehr klein. Ich glaube, dann geht es erst richtig los. Auch baggage-mäßig ist es sehr nah an einen normalen Mittelmotorsportler dran. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eigentlich bis hierhin haben versucht, ein normales Auto zu gestalten im oberen Bereich. Also mit einem normalen Flyline, wirklich erkennbar als Porsche Serie-Auto. Und untenrum kommt dann der ganze Rennsport. Offene Radläufe, Entlüftung nach hinten, große Diffuser, solche Geschichte. Was natürlich eine Wahnsinnsherausforderung war, es ist ein Showcar, es ist eine Designstudie. Und das in Einklang zu bringen mit Motorsportthemen, das hat natürlich von vornherein Zielkonflikte. Es gibt viele Designideen, die sind im Motorsport grundsätzlich einfach nicht möglich. Und dann ist ja immer die Balance zu halten, dass es ein realistisches Rennfahrzeug bleibt. Das war schwierig, aber es war toll lösbar mit dem Team. Am Schluss ist es die Rundenzeit, die da entscheidet. Und
Da hat der Motorsport ganz klare Vorstellungen. Die Diskussion hier mit dem Verbund Faserstoff, das wir jetzt als Designer natürlich als Teil des Farbkonzeptes sehen. Und bei einem Rennwagen, der dann, weiß ich nicht, 24 Stunden Nürburgring fährt, wäre dann diese Feinfarbabstimmung sicherlich in der Prioritätenliste sehr weit hinten. Dem Designer wird es genügen, dass es auf die Bühne rollen kann. Das ist natürlich nicht der Anspruch von Porsche. Also unsere Showcars, die können richtig Auto fahren. Die Radreifenkombination, das habe ich mir schon in den Unterlagen angeguckt. Das ist ja quasi vorne ein 30, hinten ein 31. Das ist ja, glaube ich, wie beim RSR, oder? GT3R, genau. Oder GT3R. Ja, genau. Das heißt, du hast bei dem Auto eine leicht hecklastige Gewichtsverteilung statisch, oder? Nee, ich glaube, es ist ziemlich ausgewogen. Also das ist auch das, was man beim Fahren merkt. Ne? Vom Gripniveau her, was das Auto bietet, kannst du auf jeden Fall viel mehr Leistung noch vertragen. Also das ist ja, wenn du die Reifen siehst, ist das ja klar. Das Rolling-Chassis wurde in der Rennabteilung komplettiert, wurde dann technisch erstmals in Betrieb genommen und dann gab es einen Roll-Out-Termin. Der Rolling-Chassis hat ja nichts quasi außer Räder und für Lars war es glaube ich ziemlich hart. Das Rollout hat dann pünktlich in der kältesten Bedingung, glaube ich, bei 0 Grad stattgefunden und er musste so ungefähr 2 Stunden aushalten, aber es wurde gemeistert. Recht beeindruckend für uns alle, weil das Auto eigentlich in allen Punkten die Performance gezeigt hat, die wir wollten. Das ist ja eigentlich so das Tolle, wir sind jetzt die letzten 3-4 Tage rumgefahren. Natürlich kommt man jetzt als Fahrer rein und sagt mal, ja, lass uns mal das probieren und will eigentlich anfangen, in diesen Entwicklungsprozess einzusteigen. Aber in der Tat ist es ja jetzt ein Showcar, was einfach nur einen Eindruck vermitteln möchte. Ne? Mhm. Also deswegen, da kann man noch sehr viel mehr rausholen, auch Balance und Setup und so weiter und ganz viele Technologien. Ich glaube, das ist das Tolle bei den 2 E-Maschinen, dass man da natürlich ganz viel Einfluss auch nehmen kann auf die Balance. Und das hat man jetzt noch gar nicht so richtig umgesetzt. Dann. Was ein bisschen anspruchsvoller wohl ist, habe ich gelernt, wenn ich mit den Jungs mich hier unterhalten habe. Der Reiz bei einem Elektroauto würde ja darin bestehen, dass du jedes Rad einzeln antreibst und darüber du das Auto vektorisieren kannst. Sprich, also wenn du in einer Seite mehr Gas gibst, auf der anderen Seite kannst du ganz andere Richtungswechsel noch quasi erzeugen. Das ist aber von der Steuerungsseite wohl her nicht ganz so einfach, weil du musst ja verhindern, dass ein Rad mal plötzlich Strom aus oder bremst oder sonst was. Machst du sofort eine riesen Pirouette. Deswegen haben die achsenweise die Motoren im Moment. Aber wenn das radweise geht und die Motoren leichter werden, dass man das radseitig auch gesteuert bekommt, dann kannst du, glaube ich, so ein Auto ohne Lenkung quasi auch um die Kurven fahren. Also da warten noch ganz, ganz lustige Sachen auf uns, bin ich mir ziemlich sicher. Aber hast du dir das Candy Red, hast du da Mitspracherecht gehabt, oder? Nein, nein. Nicht? Ich finde es schön. Das ist ein bisschen Hingucker, ne? Ja, cool, lass mal gucken. Ja. Sitzposition. Ja, steig mal ein, guck mal, was du sagst. Weil es ist auf jeden Fall eine andere Optik, wenn du mal drin sitzt. Für uns wichtig, dass ein Rennfahrer von Anfang an mit eingebunden ist und viel seinen Input reinbringen kann. Wir haben zum Beispiel sehr früh in der Sitzkiste im Studio angefangen, die Designideen und die Ergonomieideen vom Studio tatsächlich real mit dem Fahrer abzuprüfen, was das Fahrzeug dann aber auch so realistisch macht und weit aus der Studie hinaus hebt. Wenn man das nur von dem Designstandpunkt oder was ist alles möglich Standpunkt macht, ich glaube, dann ist es schnell überladen oder überhäuft. Von daher war es, glaube ich, wichtig, dass wir da Feedback geben konnten, welche Funktionen wir beim Fahren wirklich benutzen wollen. Ein Rennwagen hat einen Käfig, der einmal dazu führt, dass es natürlich im Innenraum sehr eng ist, dass auch eben Rückmeldungen vom Fahrer, von so einem Lars Kern, sagt, wie er sich da drin fühlt, wie das Thema ist beim Fahrerwechsel. Und aus all diesen Inputs ist dann eben die Idee entstanden, dass im Prinzip ich nicht die Hülle vom Auto habe und dann einen Käfig reinsetze, sondern eben dass das Thema Käfig und Außenhaut sozusagen miteinander verschmilzt. Da sind schon genau diese von der FIA zertifizierten Vorgaben, was die Abmessungen anbelangt, berücksichtigt. Showcar ja, aber typisch Porsche eben einfach mit einem extrem hohen Grad an Authentizität und Ehrlichkeit. Was mir als erstes aufgefallen ist, erstmal so von der Raumoptik, weil ich hatte noch nie ein Rennauto mit Panorama da. Ja. Aber wenn die Sonne scheint. Aber hat der auch Klimaanlage? Nee. Ja gut, Showcar, klar. Man sitzt ein klein bisschen tiefer als jetzt beim GT4 Clubsport im Verhältnis. Aber sonst vom Fahren, ich bin ja normal jemand, der immer rechts bremst. Ne? Das kommt aus der Historie raus, als ich angefangen habe hier mit Kuppeln und allem. 906. Ja, ja. Bin aber jetzt hier, muss ich sagen, relativ schnell zum Linksbremsen übergegangen. Okay. Es ist einfach ein anderer Fahrstil und ich habe jetzt gemerkt, das Auto ist sehr stabil auf der Bremse, also stehendes Rad
hast eigentlich so gut wie nie. Und deswegen habe ich jetzt sehr tief, sehr lange reingebremst in die Kurve. Kurze Rollphase und dann früh wieder ans Gas, weil die Traktion gut ist. Von daher habe ich mich jetzt unbewusst eigentlich umgestellt auf das Linksbremsen. Das war eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, das ist so ja, einfach ein anderer Fahrstil, der sich daraus kristallisiert mit diesen Fahrzeugen. Genug gelabert. Jetzt wollen wir die Elektrorakete endlich in Action sehen. Ja, ich werde nicht sterben. Standesgemäß wird Tim erstmal von Timo chauffiert. Das ist ja tatsächlich laut. Laut. Zahnräder. Ach so, das ist Zahnräder? Das ist doch kein Voodoo-Antrieb. Kein Voodoo, aber wenn die volle Elektropower augenblicklich zur Verfügung steht, kann man schon an unsichtbare Mächte glauben. Damals auch schon der Batteriemann für den 919. Hat hier ein neues innovatives Batteriesystem, auch ölgekühlt, aufgesetzt. Ein paar Eckwerte vielleicht am Rande zu erwähnen sind 34 Kilowattstunden Bruttoleistung, die wir hier haben. Der Gesamtabtriebsschaden hat 350 kW Dauerleistung bis zu 700 kW Peakleistung. Also sehr beeindruckende Werte für so ein innovatives Fahrzeug, genau das Richtige. Wir möchten natürlich gerne unsere Innovationen, die wir sowohl im 919, aber auch in den GT-Fahrzeugen einsetzen, auch hier widerspiegeln. Das Showcar war angegeben mit 800 kW, die haben wir jetzt hier nicht. Das ist natürlich ein bisschen gedrosselt momentan, auch weil es jetzt eben nicht entwickelt wurde jetzt für Topspeed-Fahrten, ganz klar. Zielsetzung war, bis 100 km/h kann es im Prinzip bewegt werden, was der Reifen hält. Dementsprechend muss man dann halt schon so arbeiten, dass man nicht von vornherein da was hinstellt, wo sich dann tendenziell jemand umbringt. Damit starten wir natürlich erstmal mit einem Blechrohbau. Da darf aufsetzen, dann aber geben wir hier einen Zukunftsausblick, den man hier noch nicht sieht, der zum großen Teil dann aus Carbon besteht. Und von dem eigentlichen Blechrohbau bleibt relativ wenig übrig. Zurück auf die Rennstrecke. Dem Rennpassagier gefällt's. Aber geil, man merkt schon, dass es Traktion hat. Ja. Aber trotzdem, so schlecht biegt er ja gar nicht ab. Der rollt schön rein, ne? Sicherheit geht vor. Jetzt ist Tim dran. Triebwerk macht heute Urlaub mit Rennfahrer Tim Schrick auf Mallorca. Quatsch. Tim testet den Mission R, die Elektrorakete von Porsche. Damit Tim am Circuit Mallorca nicht falsch abbiegt, weist ihm ein zweifacher Le Mans-Champion den Weg. Nee, ich meine, das ist ein großer Spaß hier, besonders wenn der Timo Bernhard vor dir herfährt mit einem Verbrenner-Turbo und du merkst, seine Reifen lassen langsam nach. Und so spielt sich Tim im Showcar hinter dem 911-Turbo auf der 3,2 Kilometer langen Strecke ein. Mit dem Schub der beiden E-Maschinen erreicht der Mission R die Performance eines Porsche GT3 Cup-Rennfahrzeugs. Man merkt, dass das Auto hinten auf jeden Fall mehr Gewicht hat als vorne, weil du das Auto weißt es zu schätzen, wenn man das in die Kurven reinbremst, tief in die Kurve reinbremst, um die Vorderachse zu belasten. Das spürt man und das macht auch richtig Spaß, weil das Auto auch wirklich so darauf reagiert, dass man den quasi wirklich in die Kurve reinbremsen muss und spüren muss, wann die Vorderachse was sie übertragen kann. Und dann hast du eine satte Traktion zum Rausbeschleunigen. Das macht richtig Spaß. Und das Auto hat eine Verzögerung vom anderen Stern, einfach Schwerpunkthöhe und rund 1500 Kilo Gewicht. Aber wenn du da in die Eisen steigst und die Reifen Temperatur haben, dann bremst das sehr beeindruckend. Von der reinen Technik her müsste ja der Schwerpunkt deutlich weiter unten sein als bei irgendeinem anderen Porsche. Beim Porsche sind die ja eh schon ziemlich weit unten wegen dem Boxermotor. Ja. Da hast du doch dann den Hauptvorteil, oder? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Batterie jetzt sich über die komplette Bodengruppe streckt, sondern es ist klassisch hinter dem Fahrer, wie beim Mittelmotor, würde man sagen. Also es ist die Center-Block-Batterie. Wir haben zwar eine Karosserie, auf die wir aufbauen, aber selbst die wurde ja komplett geändert. Also wir haben Teilbereiche, wo komplett neu sind an diesem Auto. Und gerade so eine Luftführung oder auch die ganzen Aufnahmen oder so, da kann man nichts von der Serie übernehmen. Also das sind alles Sonderlösungen. Dieses Teil hier, das ist quasi eine Luftführung. In dem Fall bekomme ich die Daten vom Studio.
Also die machen quasi die Auslegung, wie das Teil aussehen soll. In dem Funktionsbereich hier hinten, wo man dann nicht mehr sieht, bin ich quasi gestaltungsfrei. Da kann ich dann gucken, wie ich die Luft am besten um die Ecke rumbringe. Das Berechnen dieser Luft wird nicht von mir gemacht, sondern das machen die Aero-Abteilungen. Mit denen arbeiten wir zusammen und dann bekommen wir auch die Rückmeldung und müssen dann gegebenenfalls noch Sachen ändern. Von den ganzen genehmigten Kosten ist ja keine Aerodynamikentwicklung drin. Ein Joker ist viel zu wertvoll, um es wirklich mit Maximalgeschwindigkeit zu bewegen. Aber es hätte natürlich keinen Sinn gemacht, ein Auto hinzustellen, das Rennsport-like ist oder auch vielleicht einen Ausblick auf einen zukünftigen Porsche Rennsport bietet und dann konzeptionelle Fehler hat, die eine gute Aerodynamik unmöglich machen würden. Deshalb haben wir von Anfang an die Aerodynamik, auch den Unterboden, komplett durchgerechnet. Man darf es gar nicht laut sagen, es hat auch eine Person in ihrer Freizeit gemacht, ja, das Auto gerechnet. Und heute erwarten wir bei 100 km/h einen Abzug an der Vorderachse von ungefähr 27, 28 Kilogramm. Aber immerhin, das steigt exponentiell. Also bei 250 km/h wäre das schon ordentlich. Ja. Hat den Wert jetzt nicht im Kopf, aber wäre schon ordentlich. Ja. Ordentlich ist auch die hohe Rekuperationsleistung von bis zu 800 kW. Die 82 Kilowattstunden Batterie ist für Sprintformate bis 40 Minuten ausgelegt. Das ist so wahnsinnig. Hat deine Reifen mal ein bisschen durch, ne? Ja. Die ganze Zeit so vor mir. Jetzt ein bisschen nach außen gedrückt. Ein bisschen. In den Spiegel, wir können dein Gesicht sehen. Ja, ja. So, ja. Ja, also so. Push, push, push. Ja, richtig cool. Aber erstaunlich, also man kann sich ziemlich gut, am Anfang habe ich so ein bisschen geguckt, wo er blockiert dann, als die Reifen noch etwas kälter waren. Und da konntest du es total gut dosieren danach schon. Ich war echt überrascht. Wirklich cool. Also auch die Zielgenauigkeit trotzdem. Ja, du sagst, okay, du musst den reinbremsen, damit die Vorderachse schön Biss hat. Und dann die kurze Rollphase und rausbeschleunigen, ist Zielgenauigkeit super. Ja, du merkst halt, dass das Ding eben nicht 2,3 Tonnen wiegt, sondern eben nicht, sondern 1500, also eher. Und verträgt viel mehr Leistung. Viel mehr, ja klar. Ich bin ja auch jetzt schon klar an- und ausgefahren. Was wiegt das Auto denn jetzt in dieser Spezifikation so circa? Ja, knapp über 1500. Ist ja wie so ein GT4 heutzutage. Ja, ist nicht so weit weg. Jetzt haben uns für den Cayman entschieden, weil der halt gerade zu haben war. Also der stand gerade praktisch schon zerlegefertig in der Werkstatt. Der nächste Schritt war dann, dass wir die Designdaten bekommen haben. Das haben wir mal im CAD mit dem Rohbau verglichen und haben dann halt auch direkt gesehen, wo guckt Rohbau raus. Ab hier vorne, der Träger 1 war schon im Weg. So war dann eigentlich relativ schnell klar, dass man das Auto eigentlich hier komplett praktisch mit Brüstungshöhe absägen müssen, von vorne nach hinten. Das größte Problem war zunächst, die Grundlage des GT4 als Ausgangsbasis nutzen zu wollen, da relativ schnell der Wunsch aufgekommen ist, ein Allradsystem darzustellen. Und hier waren einfach die Herausforderungen, okay, wie muss ich meine Karosserie abändern, die klassischerweise einen Verbrennungsmotor mit Hinterachssystem nur darstellt, auch zu einem Allradsystem umzufungieren. Und dort haben wir verschiedene Konzeptstudien betrieben, haben uns die Karosserie intensiv angeschaut und haben dann gesagt, okay, wir brauchen eine komplett neue Vorderachse. Verorten hier oben unseren Umrichter, klassischerweise unten das Getriebe mit angekoppelt der E-Maschine und bauen das ganze System vollkommen neu auf. Und somit war eigentlich der komplette Hinterwagenrohbau nicht mehr wirklich haltbar. Wir haben hier einen relativ großen Elektromotor, der da eigentlich nicht reingehört. Und dann eben noch die Leistungselektronik, die da oben drauf sitzt. Die Rohrstruktur, die ich hier konstruiert habe, das ist ein bisschen in Anlehnung an den RSR. Das sind ja alles gebogene Blechschneidteile, die werden ausgelasert. Also für ein One-Off ist es wahrscheinlich mit die leichteste und auch noch kostengünstigste Variante. Das sind ja alles strukturelle Teile, wo dann die ganzen Abtriebskräfte auch abgesetzt werden im Fahrzeug. Der Mission R zeigt eindrucksvoll, wohin die Reise im elektrischen Motorsport gehen kann. Sehr, sehr großer Spaß, das Auto hier auf abgesperrtem Gebiet auszuprobieren, selbst wenn es runtergeregelt war, eben damit nichts passiert, was ich verstehen kann. Im Moment steht und fällt das ganze Konzept ja mit der Akkutechnologie und mit dem, wie die Energie bereitgestellt wird. Wenn so ein Auto in dem Gewichtsfenster ist, um die 1500 Kilo rum und dann für eine vertretbare Dauer fahren kann, dann finde ich das natürlich genauso witzig wie das andere auch. Auch wenn ich mit Motoren domestiziert wurde und ich mit Rennmotoren aufgewachsen bin, was auch meine Leidenschaft ist. Natürlich hätte ich den natürlich gerne etwas mehr von der Rolle gelassen, aber vielleicht wird das ja irgendwann mal der Fall sein. Mit so viel Elektropower kann Triebwerk auch in Zukunft ordentlich Strom geben.
Ungewöhnliche Triebwerke sorgen für mehr Individualität abseits des Mainstreams. Subaru setzt seit 1966 auf die Spezialität Boxermotor. Der Subaru Forester gehört zu den Evergreens im SUV-Segment, ist er doch schon seit 25 Jahren auf dem Markt. Und auch in der fünften Generation sind sich die Japaner treu geblieben und setzen auf die Kombination von Boxermotor und permanenten Allradantrieb. Neu seit der fünften Generation ist allerdings der E-Motor, E-Boxer genannt. Die 12 Kilowatt E-Maschine ist direkt im Getriebegehäuse untergebracht und kann den 1,7 Tonner bei vollem Akku bis zu 1,6 Kilometer weit und 40 km/h rein elektrisch antreiben. Primär boosten aber die 66 Elektronewtonmeter den 2 Liter Boxermotor. Von dem ganzen unterschiedlichen Antrieben oder Rekuperieren oder Boostern kriegt man als Fahrer gar nichts mit. Man kann es einfach nur genießen. Und endlich macht auch dieses stufenlose CVT-Getriebe richtig Sinn, denn man kann hier ganz entspannt durch die Gegend gleiten. Was hier nicht so ganz dazu passt, sind diese virtuellen Schaltstufen hier. Über das Schaltpedal kann ich die bedienen. Ich weiß gar nicht, wer das benutzt. Irgendwie passen sie auch gar nicht zu diesem entspannten Cruiser-Feeling des Foresters. Die Daten: 150 PS von 0 auf 100 in 11,8 Sekunden, Topspeed 188 km/h. Offroad bleibt auch die facegeliftete Forester-Version über jeden Zweifel erhaben. Wo andere Hersteller nicht mal einen Allradantrieb optional anbieten, gibt es den Subaru Forester nur mit 4x4 und Geländeuntersetzung. Gepaart mit den 22 cm Bodenfreiheit sind auch durchaus Kraxelübungen möglich. Und auch hier hilft der E-Motor, denn das Drehmoment steht sofort zur Verfügung. Aber auch auf der Straße hilft das Allradsystem X-Mode bei allen möglichen Witterungsbedingungen und sorgt so für mehr Sicherheit. Apropos Sicherheit, auch da geht Subaru ihren eigenen Weg mit dem EyeSight-System. Hier sind zwei Kameras verbaut in der Windschutzscheibe, die permanent die Straße abscannen und die Fahrsicherheitsassistenten mit den Daten versorgen. Also eine rein optische Lösung, ganz ohne Radar- oder Ultraschall-Sensoren. Ab 35.000 Euro bekommt man mit dem Forester eine gut ausgestattete SUV-Burg, die fast alles kann.